Kommt mit, Leuphana Dai West! Kommt mit, wir gehen zum Präsidium! Also, es geht darum, ich habe gerade Farbe an das Zentralgebäude geworfen. Ja. Schwarze Farbe. Ja. Weil die Norddeutsche Landesbank, bei der die Uni sämtliches Stiftungskapital hat, ja, nach wie vor in ihrem Portfolio Kohle und Gas hat. Ich weiß nicht, wie weit Sie da informiert sind. Ich würde Sie gerne bitten, die Menschen zu informieren. Ja. Und jetzt telefonisch darüber. Haben Sie schon mit dem Herrn Zülstorff gesprochen? Das Nein, ist ja, weil die ganze Universitätskommunikation läuft über Herrn Zülstorff. Ja, ich würde gerne direkt mit der Leitung sprechen. Weil das ist richtig, so, aber da erreichen Sie ja keinen. Also ich meine, wenn, dann möchten Sie ja, dass da sicherlich sofort und schnell etwas passiert. Und ja. Dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie bei dem Herrn Zülstorff, das okay, ist das drittletzte Buch auf der linken Seite, wenn Sie den ganz runtergehen. Habe ich gesehen, gleichen Vornamen wie ich. Können Sie trotzdem bitte telefonisch mit der Leitung, auch mit Frau Runge, die gerade zu Mittag ist, das mit dem die wird gleich hierher kommen, genau, und dann werde ich ihr das dann auch sagen. Abklären, dankeschön. Alles klar, herzlichen Dank. Ja. Entschuldigung. Herr Zülstorff. Herr Giertschak. Hallo. Dürfen Sie mir noch bitten, das unterzulassen? Ich werde es unterlassen. In einem Moment. Ich bin gleich fertig. Dann machen Sie das auch wieder weg. Das bleibt mich hier unten in den Luft. Dankeschön, ich bin wieder wieder. Würden Sie mich bitte nicht filmen? Ich bin hier, um zu filmen. Würden Sie mich bitte nicht filmen? Das ist ein Mensch von der Presse. Ich habe ein Anliegen hier, ich möchte mit dem Präsidenten bitte reden. Ja. Der Vizepräsident, der Finanzbeamte. Ja, dann gehen Sie nicht auf mich zu. Ich werde Sie so führen, dass eine Gruppenaufnahme ist, und dann ist das auch. Ich werde Sie so führen, dass eine Gruppenaufnahme ist, und dann darf ich das. Kriegen Sie doch nicht in die Kamera hinein, dann hat sie ja gar keine andere Wahl. Das ist doch nicht unser Thema jetzt. So, ich weiß nicht, ob Sie beides schon wissen, aber wir haben hier ein echtes Problem. Ich studiere seit 2 Jahren in Leuphana, genauso lange schon fordern Studierende, dass die ihr ganzes Stiftungskapital von der Nord-LB wegzieht. Die Norddeutsche Landesbank, Landesbank von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, wissen Sie vielleicht, die investiert in Kohle und Gas. Kohle und Gas, das ist der direkte Tod der jungen Generation, die Auslöschung der Lebensgrundlage für die nächsten tausenden Jahre. Das ist, wenn die Klimakippung dieses Jahrzehnt überschreiten, ein Massenmord an Milliarden Menschen im globalen Süden, weil es wissentlich begangen wird und trotzdem wird für den Profit weitergemacht. Und ich glaube, die Leuphana kann eigentlich besser. Ich habe die Leuphana vor 2 Wochen schon einen offenen Brief dazu aufgefordert, keine Antwort bekommen, eingeworfen per E-Mail, habe alle Sekretariate mal angetelefoniert. Was kam? Ja, wir werden da mal drüber sprechen. Ich will, dass das, was die Leuphana vorgibt zu sein, Nachhaltigkeit, tatsächlich wahr ist und nicht hier, wenn die unbequeme Realität tatsächlich eigentlich Kohle und Gas ist und Rüstungsunternehmen noch dazu, dass das irgendwo unter dem Teppich bleibt. Es gab eine Petition dazu. Ich würde gerne, ich habe gerade schon mit ans Auditorium. Brief an die Universitätsleitung vor. Offener Brief an die Leuphana Universität zum Divestment aus der Norddeutschen Landesbank. Liebes Präsidium, liebe Universitätsverwaltung, lieber Finanzbeauftragter Herr Dr. Sascha Ludenia, lieber Stiftungsrat, an alle MitarbeiterInnen der Leuphana Universität. Im Oktober 2019 begann ich mein Studium der Politikwissenschaft im Nebenfach Nachhaltigkeitswissenschaften an der Hochschule. Nun sehe ich mich gezwungen, diesen offenen Brief zu verfassen. Dies ist ein Notfall. Wir befinden uns inmitten der größten Krise der Menschheit. Die klimaökologische Krise wird, wenn nicht eingedämmt, die Auslöschung großer Teile des Lebens auf diesem Planeten zur Folge haben. Überflüssig zu erwähnen, dass mit der Auslöschung der kommenden Generationen das Weiterbestehen der Universität selbst gefährdet wird. Bereits jetzt drohen Extremwetterereignisse, Hitzeperioden und Missernten, die Heimat und das Leben hunderter Millionen Menschen als Folge der täglich steigenden anthropogenen, also menschlichen, Treibhausgasemissionen. Sie wissen, liebe Mitarbeitende der Leuphana Universität, liebe PolizistInnen, liebe Studierende, an alle PassantInnen, Sie wissen ebenso gut wie ich, die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas muss stoppen. Die Entwaldung, Trockenlegung
und Versiegelung von Flächen muss sofort aufhören und umgekehrt werden. Ein ökonomisches Weiter-so bedeutet eine bedrohliche Destabilisierung der Ökosysteme, von denen wir abhängig sind. Die wissentliche Zerstörung unserer Lebensgrundlage stellt daher einen verbrecherischen Eingriff in die globalen Menschenrechte und das Grundrecht der jungen Generation auf ein würdevolles Leben dar. Wissenschaft trägt Verantwortung. Unter diesem Motto steht ein zentrales Einführungsmodul aller Studierenden an der Leuphana-Universität. Auch ich habe an dem Modul Wissenschaft trägt Verantwortung teilgenommen und viel gelernt. Aber nach meinem Verständnis will die Leuphana-Universität darüber hinaus eine Vorreiterrolle in der Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft, in der Bekämpfung von Erderhitzung und von massenhaftem Artensterben spielen. Gleichzeitig liegen die Gelder der Leuphana-Universität Lüneburg vollständig bei der NordLB, der Landesbank Niedersachsens und Sachsen-Anhalts. Dazu gehören neben den Semesterbeiträgen auch ein Stiftungs- bzw. Eigenkapital von rund 70 Millionen Euro, die der NordLB für Investments zur freien Verfügung stehen. Die Bank investiert nach wie vor in Kohle, Gas und Rüstungsunternehmen. Im Portfolio finden sich weiterhin Firmen von E.ON bis RWE. Auch nach intensiven Gesprächen hat sie sich nicht von ihrem Geschäftsmodell abbringen lassen und versteckt sich hinter scheinheiligen Ausreden. Wenn die Leuphana es mit dem Slogan Wissenschaft trägt Verantwortung ernst meint, muss sie die Realität anerkennen und alle Gelder aus der Norddeutschen Landesbank abziehen. Die Verwendung dieser, die steht im krassen, offensichtlich im Kontrast zum Klimanotfall und zu den eigenen Ansprüchen der Universität. Als Studierender dieser Uni muss ich Sie hiermit an Ihre Verantwortung erinnern. Sie müssen dieser Krise entsprechend handeln. Ich fordere Sie dringend dazu auf, sämtliche Gelder aus der NordLB abzuziehen. Wenn Sie der Forderung, so steht es in diesem offenen Brief, geschickt vor 2,5 Wochen, wenn Sie dieser Forderung in den nächsten Wochen nicht nachkommen, werde ich Aktionen des öffentlichen zivilen Ungehorsams verüben, um auf die nicht hinnehmbare Untätigkeit hinzuweisen. Leuphana, divest! Leuphana, divest! Leuphana, divest! Leuphana, divest! Kohle aus der NordLB, denn Wissenschaft trägt Verantwortung. Ich begehe hier öffentlich zivilen Ungehorsam, indem ich schwarze Farbe an das Zentralgebäude werfe, indem ich an das Präsidiumsbüro oben Kohle aus der NordLB schrieb. Und ich glaube, wenn so großes Unrecht geschieht und von dieser Uni, die ein scheinheiliges Bild der Nachhaltigkeit prägt, solange sie bei dieser Bank ist, noch gefördert wird, solange ist es nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht, als Studierende dieser Universität auf diese Kohleinvestments hinzuweisen, auf diesen verbrecherischen Eingriff in unsere Natur, der von der Bank, bei der die Leuphana ist, weiter finanziert und hinzuweisen. Hi, ich bin Henning. Ich habe gerade Farbe an das Zentralgebäude der Leuphana-Universität geworfen. Schwarze Farbe, weil die Leuphana-Universität ihre Gelder immer noch bei der Nordlandesbank hat. Da hat sich heute nichts dran geändert. Die Universitätsleitung hat mir ein Gespräch verwehrt, hat darauf verwiesen, sie würden sich dann bei mir melden. Ich finde es absolut unverantwortlich, die Leuphana, die so einen auf nachhaltig macht, hat gleichzeitig mit ihren 70 Millionen Eigenkapital, was sie bei der NordLB hält, mitzuverantworten, was diese macht. Und die Bank investiert in Kohle in Indonesien. Finden wir scheiße. Es war heute eine ganze Gruppe da, die spontan dazugekommen ist. Und ich habe jetzt allen Menschen dieser Gruppe schon gesagt, und ich würde auch nochmal dir, wenn du in Lüneburg wohnst, auch herzliche Einladung geben. Wir treffen uns morgen 14 Uhr an der Mensawiese. Leuphana divest, die Kampagne plant dort ihre nächste Aktion.
Also wir haben Lust, das war jetzt heute eine Einzelaktion, Farbe mit Farbbomben und mit Eimern an die Wand zu werfen vom Zentralgebäude. Wir können uns nächste Aktion überlegen. Ich habe schon ganz kreative Ideen. Freue mich voll, wenn es einen Austausch gibt von ganz vielen Sachen. Morgen 14 an der Mensawiese. Gerade bin ich ja ein bisschen verärgert, dass die Uni immer noch so eine Hinhaltetaktik fährt. Aber ich glaube, wir kriegen sie noch rausgelockt.